Auch dieses Jahr war die Adventszeit wieder eine sehr herausfordernde Zeit. So vieles kommt auf einen zu, viele Sorgen, viele Nöte und Probleme, von denen ich in zahlreichen Gesprächen gehört habe. Ich hoffe dennoch, dass in der Adventszeit in diesem Jahr die Hoffnung angewachsen ist, innerlich im eigenen Herzen und im eigenen Leben, dass sie die Hoffnung innerlich gespürt haben, um sie nun weitergeben zu können, auch an andere, die darauf warten und darauf hoffen. Lassen wir uns von der Hoffnung ansprechen, die Hoffnung, die herausstrahlt vom Kind in der Krippe, von Jesus, dem Heiland und Retter der Welt. Er, der unsere Welt erleuchten will, ihr Heil zusagt und die Hoffnung verbreiten will. Ich wünsche allen ein besinnliches, frohes und gesundes, vor allem aber auch friedvolles Weihnachtsfest. Lassen wir die Hoffnung auch in dieser Zeit nicht untergehen, sondern bestärken wir uns auch gegenseitig in der Hoffnung.